Heute geht es bei uns um First Comedy Aid, eine Show, die Humor mit sozialem Hintergrund verknüpft. Ein Comedy-Programm mit bekannten Künstlern, das jeden Monat an einer anderen Berliner Schule stattfindet. Heute Abend geht First Comedy Aid in die zweite Runde. Was genau der soziale Hintergrund der Veranstaltung ist, das verrät mir der Gastgeber und mein heutiger Gast, Marek Fiss. Einen schönen guten Morgen. Ja, hallo Mäuschen. Ja, also, das ist schon mal eine nette Begrüßung, Marek. Du bist eigentlich als polnischer Comedian hier in Deutschland bekannt, organisierst aber auch First Comedy Aid. Ja, richtig. Ich muss kurz erstmal trinken, weil ich habe noch Brand, ne, von gestern Nacht. Also du hast gestern auch ein bisschen getrunken. Ja? Das ist für euch Polen dann... Richtig, Nachdurst. Ne? Okay, Nachdurst. Das macht ja nichts. Aber First Comedy Aid, da möchtest du ja auch helfen. Richtig. Heute findet statt in Martin-Buber-Oberschule, das ist in Spandau. Der zweite First Comedy Aid, das sind mit bekannten Comedians, für eine wohltätige Veranstaltung. Mhm. Diesmal ist für Rote Nasen e.V., mhm. Und also alle Einnahmen dieses Abends gehen quasi an Rote Nasen. Und dort tritt noch eine Schülerin auf und wir haben dann ein Jahresfinale und dann gibt es einen Preis und so weiter, eine Reise nach Polen, ne? Nicht mehr zurück, aber... Okay, ob man das dann gewinnen will. Aber die Schulen, die können sich auch ein paar Cent dazu verdienen. Richtig, die Schulen, die können da kellnern, also alles außer Alkohol, das mache ich dann. Okay. Ne? Also so Saft und so, was hier Deutschland trinkt. Ne? An welchen Schulen findet das denn immer statt? Wie sucht ihr die denn aus? Die Schulen können sich bei uns bewerben und im Moment haben wir wirklich Glück, weil die sind immer sehr kooperativ und ich finde das toll, dass man Schulen, Sozialhintergrund und Lachen mit verbindet. Ja, und ihr spendet ja auch die Gelder, hast du ja gerade auch schon gesagt, zum Beispiel jetzt diesmal Rote Nasen e.V. Ja. Wie sucht ihr euch da die Wohltätigkeitsveranstaltung Also das aus? Ist, ja, das, ich möchte nicht zum 30. Mal an die AIDS-Hilfe, oder zum, also nicht, ich möchte nicht schlecht reden, aber vielleicht Sachen, die hier Berlin betreffen oder die ja ein bisschen lokaler sind, das ist, glaube ich, eher angebracht. Welche Comedians treten denn heute Abend auf? Ja, also heute Abend, wenn die kommen, ne, ist dabei... wenn du sie nicht vergrault hast. Na, ich bin immer so. Also, du hast dich ja nicht vernaschen lassen gestern, aber ist dabei Dave Davis, Mutombo Mboko, der ist bei Cindy aufgetreten aus Marzahn, RTL-Show, TV Total war der 20.000 Mal, Vogue-WM. Dann Beppo Pollmann, der Erfindung von Kreuzberger Nächte, ne? Ist auch immer gut. Und dann ist dabei... Hart Backport, der war bei Quatsch Comedy Club Weihnachtsgala Pro7, er ist deutscher Luftgitarrenmeister, also kann mit Händen auch so gut umgehen wie ich. Ne? Und dann ist noch bei Dennis Schleusner, das ist ein super Typ, ein Jojo-Vize-Weltmeister und macht viel mit Dice-Stacking und also unglaublich. Okay, der verknüpft aber auch dieses Jojo-Spielen dann mit irgendwelchen Witzen und es ist schon komödiantisch. Weil ich hoffe für ihn, das ist lustig. Ne? Ansonsten gibt es Ärger. Ja, aber wir müssen ein bisschen hier bunte Programm machen. Ne? Ja, wie sieht denn das bunte Programm dann heute Abend aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich moderiere die ganze Scheiße und dann kommen die Künstler auf die Bühne und wir haben einen richtig schönen Abend. Ne? Was denken sich denn die Schüler aus? Jedes Mal ist doch ein Schüler oder eine Schülerin mit dabei, heute Abend ein Mädchen. Ja, also ich weiß nicht, wer da heute Abend vorgeführt wird, ne? Aber ich meine, das ist auch... Ich hoffe, ihr seid nett zu ihr. Ja, wir sind super nett. Ne? Also ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen müde von gestern. sie auch mit einem kleinen Programm kann sie auftreten mit Musik. Und ich finde es schön, dass man so die Chance hat. Und zweimal im Jahr wird das komplette Geld auch gespendet. Steht das schon fest? Weil ich glaube, einmal im Monat findet jetzt dieses Comedy Aid sozusagen statt. Genau, einmal im Monat. Hast du richtig recherchiert? Ausnahmsweise. zweimal im Jahr geht alle Einnahmen an die wohltätige Organisation. Mhm. Und sonst die restliche, da geht der Großteil von der Eintrittskarten auch immer einen guten Zweck. Und ihr habt ja auch Unterstützer, zum Beispiel Eckart von Hirschhausen von den Roten Nasen e.V. und Hertha, die Füchse Berlin, glaube ich auch. Genau, beim ersten Mal war Spieler von Hertha da, guter, schlechtester, ne, Mark Stein, aber... Immerhin. Ja, und von Füchse Berlin war Michał Kubisztal da, polnischer Landsmann von mir, ne, und mit dem bist du dann wahrscheinlich so. Richtig, also wir machen ein bisschen auch Import-Export, ne, weil Füchse kannst du nicht so gut verdienen noch. Ihr habt auch ein signiertes Hertha-Trikot, was ihr dann versteigert. Genau, wie beim letzten Mal, ich bedanke mich auch an Hertha und an Füchse, dass sie das machen und...
ja, ich hoffe, du kommst auch. Kannst auch von dir was versteigern. Ja, mal gucken, was ich noch zu Hause in meinem Unterwäsche Schrank oder. Okay, vielleicht finde ich auch noch ein T-Shirt, was ich nicht mehr brauche. Ja, wie kam das denn letzte Mal an? Im Dezember habt ihr, glaube ich, das erste Mal gestartet mit genau. First Comedy 8. Kam super an. Wir waren wirklich ausverkauft. Die Leute haben alle mitgeholfen und waren auch tolle Künstler dabei. Konrad Stöckel, Michael Senz unter anderem, Sebastian Krämer, Marco Tschirpke. Also alles sehr bekannte und sehr gute Leute, die das alles umsonst machen. Was kann man von Marek Fis heute Abend erwarten? Also was für ein Programm wird uns der gebürtige Pole liefern? Ja, ich garantiere für nichts. Ne? Du garantierst für nichts. Ja. Aber Alkohol ist auf jeden Fall alles da. Alles ist möglich. Ne? Ja. Okay. Nur gucken, nicht anfassen. Marek Fis, schön, dass du heute Morgen da warst. Und wir verlosen ja jetzt auch 5x2 Freikarten. Genau. Und diesmal ist es so, dass ihr, nämlich liebe Zuschauer, eine E-Mail an Marek schreibt. Und zwar, das muss ich nochmal kurz ablesen. Wir haben auch ein kleines Insert, wo es nochmal dran steht. Marek@marek-fis.de. 5x2 Freikarten für Comedy 8 heute Abend. Betreff Wünsche. Ostblock Latino, ja? Betreff und Ostblock. Vielleicht noch ganz kurz, ich wollte meine DVDs noch vielleicht promoten hier. Okay, DVDs werden jetzt auch noch promotet. Hier habe ich hier Slumdog Millionär, ne? Okay. Und Benjamin Button. Ja, ne? Und ist Blu-ray ist noch in Arbeit. Ne? Okay, sieht man. Ja, ja. Marek, vielen Dank für deinen Besuch heute. Ja, da wiedersehen.